geht ab, Leute, Hunger. Krasser Schall. Bin gespannt, wie sich das auf Kamera dann anhört später. So, setzen wir uns erstmal hier rein. Keine Ahnung. Ja, den hier. So. Einmal drehen. Aus Unterföhring, kurz Pause. Hab eigentlich keine Ahnung, worüber ich heute alles reden will. Also ich will euch etwas zeigen. Das ist ein bisschen zu kurz, deswegen müssen wir das hier noch alles ausschmücken. Event ist im vollen Gange. Oh Mann, der Schall ist echt krass. So, warte mal. Komm mal ein bisschen näher, weil der Schall ist echt krass hier. Event ist im vollen Gange. Ich habe jetzt nicht ganz 70 Millionen. 29 irgendwas. Ganz knapp. Eine Entwicklungssession und ich habe die 70 Mille geknackt. Ziel? Wahrscheinlich 80 Millionen. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Hab noch nicht, bisher noch nicht so viel vom Event genutzt und Motivation eigentlich auch nicht so hoch. Aber ich glaube, ich mache nochmal ein extra Video dazu. Zwecks Motivation und Konkurrenzkampf und EP und sowas. Weil der ist momentan echt low bei mir, im Gegensatz zum letzten Doppel-EP-Event. Da ging ich echt krass ab. Kleine Wette mit Alex, Shoutout an Alex, den Spoofer. Da war ich echt heiß auf EP und sowas, aber gerade nicht so. Aber wie gesagt, dazu nochmal ein extra Video zwecks Motivation. Sonst läuft das Event ganz gut. Viele Eier gebrütet bisher. Schneide ich dann auch noch irgendwann zusammen in einem Video. Ein paar interessante Sachen mit dabei. Den kann ich auch reinschmeißen. Die 5er schmeiße ich in die normalen. Und die 10er einfach in die Super-Inkubatoren. Da gab es ja so viele. Also die normalen gab es ja. Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Event das war. Da gab es ein paar in den Boxen. Aber auch umsonst diese einmaligen, die man jeden Tag bekommen hat. Und ein paar super Inkubatoren gab es auch in irgendeiner Box, die ich mir gekauft habe wegen den Raid-Pässen. Von den neuen Raids, leider bisher noch keinen getroffen. Hab viele Requests jetzt gemacht mit Glücksei 40.000, das ist zu saftig. Aber von den neuen würde ich gerne noch ein paar machen, bevor die halt echt wieder weg sind. Aber ansonsten, Event läuft ganz gut. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, was sind eure Ziele. Und jetzt zeige ich euch das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Moment. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er ja. Bam! Aus dem Nichts. 100% Godown. 23.28. Habe ich am Sonntag noch gefangen. Ihr wisst, Samstag war ich auf Tour. Habe den 96er mit 15 Angriff gefangen. War super, super zufrieden mit dem. Wollte den schon direkt auf Max pushen. Und Sonntag waren die anderen nochmal auf Tour. Kyoge und Godown. Und am Abend, wahrscheinlich der letzte Raid am Abend. Naja, nicht ganz. Trigger Arena. Da bei mir in der Nähe, hatte zuerst keinen Bock, aber dann kamen die anderen, die auf Tour waren. Und dann waren es halt über 20 Leute, dachte ich mir, okay, was wenn da Pässe jetzt verteilt werden, nehme ich den mal mit. Und ist auch noch ein Godown geschlüpft, perfekt, hab die Bonbons gebraucht für meinen 96er. Bin hingegangen, hab den gemacht, Kamera gar nicht mitgenommen, kein Screenrecorder angehabt, nichts. War alles sehr unerwartet. Die anderen sind dann schnell weiter zum nächsten Raid, weil die waren ja auf Tour. Und auf einmal stand ich da, ganz allein, schau so runter. 23.28. Gar nicht mehr damit gerechnet. Zum Glück gab es eine gelbe Gruppe. Ich hatte viele Bälle. Der ging erst nach dem 8. oder 9. Ball rein. Aber ist drin geblieben. Bisschen Eierschlag dann hatte ich, aber ich hatte so viele Bälle und Godown bleibt eigentlich immer recht konstant drin. Also da habe ich eine ganz gute Quote. Den können wir jetzt. Drank the Zulabim. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das beste Muster ist. Wahrscheinlich zweimal Boden oder so. So. Nicht Feuerblast. Obwohl, Solarstahl ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, geht er weg. One shot. Dann kann man den ein bisschen pushen, soweit es geht. Und dann laufen wir rüber zu der einen Arena. Die einzige, die nicht gelb ist hier. Weil jetzt ist Unterföhring mein Gebiet. Ist ganz cool in Unterföhring. Man bleibt lange drin. Im Gegensatz zum Parsing. Da war ich nie länger als ein paar Stunden drin. Und hier bin ich tagelang drin. Im Parsing musste ich mir alles mühsam erkämpfen, die Goldarenen. Hier kann ich chillen und einfach nur genocken. Checken wir erstmal die Bewertung ab für euch. So, HP, Tag, Defense. 15. So. Bisschen pushen. Soweit es geht. Ich dachte mit den Hunden oder legendären Gaukatzen, tut mir leid, hatte ich Glück. Vor allem damals habe ich noch nicht mal so viel geradet. Nur den kostenlosen jeden Tag. Da hatte ich einen 98er Entei, 98er Raikou und 96er Suicune. Und jetzt bei denen hier,
100er Kyogre, 100er Godon, 98er, sogar 2 98er Rayquaza. Mal schauen, ob ich einen 100er Rayquaza noch bekomme für den Hattrick. Man darf natürlich nicht zu gierig sein. Ich bin zufrieden. Aber falls er kommt, dann kommt er. Am Wochenende wird nochmal richtig geradet. Vor allem wegen Doppel-EP-Event. Und ist hier ein bisschen hängen geblieben. Headbrook Error, nicht gut. Der will nicht weiter gepowert werden. So, weiter geht's. Und auch da werde ich wahrscheinlich den 100er und den 96er Max pushen. Nicht mehr viel. Leider nicht mehr Bonbons. Aber die kommen schon noch. Falls endlich mal ein Doppel-Bonbon-Event kommt. Jetzt ist schon wieder Doppel. Ach, sei schon wieder, aber jetzt Doppel-EP. Davor war Doppelstaub, sozusagen indirekt Doppelstaub. Oder Dreifachstaub sogar. Also Staub-Event sozusagen. So, das war der letzte Push erstmal. Das Healing. Jetzt muss echt demnächst mal Doppelbomben kommen. Ich warte jetzt. Okay, Wind ist vorbei. Wir gehen rüber zu der Arena und testen ihn direkt mal aus. Business.